Als erster unserer Redner, also männlich, wird Kai-Uwe Steffen vom Arbeitskreis gegen Vorratsdatenspeicherung sprechen. Lieber Kai-Uwe, bitte komm auf die Bühne, empfangt ihr mit einem warmen Applaus. Vielen Dank. Wir haben ein Handy. Das nicht mehr, alles klar. Hallo Berlin! Viele von euch sind heute hier, weil sie zu Recht zornig sind über die monströsen Überwachungsprogramme der Geheimdienste von USA und Großbritannien. NSA und GCHQ bespitzeln hemmungslos weltweit Telefonate und Internetverkehr, zapfen Unterseekabel an und infiltrieren Softwarefirmen und Dienstanbieter. Sie benehmen sich dabei, als wäre der Rest der Welt ihr Vorgarten, in dem sie tun und lassen können, was sie wollen. Und unsere Regierung, deren beeidete Pflicht es ist, Schaden von uns abzuwenden, lässt sich mit Beschwichtigungen und hohlen Phrasen abspeisen und erklärt die Affäre per Ministerialdekret für beendet. Aber so läuft das nicht. Diese Affäre ist an dem Tag beendet, an dem wir nicht mehr überwacht werden und keinen Tag früher. Euch Politiker, die ihr tatenlos zuseht, wie unsere Grundrechte verletzt werden, die ihr uns im Stich lasst, euch vertrauen wir nicht und deswegen wählen wir euch nicht. Dann gibt es auch Politiker, die jetzt auf einmal den Datenschutz ganz toll finden und sich wahlkampfwirksam über Prism und Tempora aufregen. Viele von denen sind aber solche, die dann 5 Minuten später die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung und andere Überwachungsmaßnahmen fordern. Obwohl es dabei im Wesentlichen um die gleiche anlasslose Speicherung der gleichen Daten geht, wie bei den Programmen der Geheimdienste. Euch Politiker, die ihr Wahlkampf mit gespaltener Zunge macht, die ihr mit einem Aufkleber aus böser Überwachung guter Überwachung machen wollt, euch glauben wir nicht. Und deswegen wählen wir euch auch nicht. Und dann gibt es Politiker, die den Datenschutz nicht nur schon lange ganz toll finden, sondern auch so handeln. Politiker, die mit parlamentarischen Anfragen Skandale ans Licht bringen, die mit Initiativen zu Transparenz und Ehrlichkeit Bewegungen in den Politikbereich bringen, die sich dem Überwachungsplan großer Koalitionspartner entgegenwerfen, die in Brüssel tapfer für echte Verbesserungen beim Datenschutz kämpfen. Euch Politiker, die ihr euch um den Halt unserer Grundrechte bemüht, die ihr die Machenschaften der Überwacher aufdeckt und anprangert, die ihr Veranstaltungen wie diese nach Kräften unterstützt und mitgestaltet. Euch wollen wir und deswegen wählen wir euch auch. Wir wollen in Freiheit leben. Wir wollen die Kontrolle über unsere Daten behalten, so wie sie uns verfassungsrechtlich zusteht. Wir wollen ein starkes europäisches Datenschutzrecht, das uns nicht nur vor gierigen Internetkonzernen schützt, sondern auch vor hemmungslosen Geheimdiensten und Ermittlern. Wir wollen starken Datenschutz beim Arzt, am Arbeitsplatz, beim Meldeamt, am Flughafen, im Supermarkt und überall sonst auch. Wir wollen Gesetzgeber, denen die Verfassungstreue nicht erst immer und immer wieder vom Gericht in Karlsruhe beigebracht werden muss. Wir wollen starke Datenschutzbeauftragte in Bund und Ländern mit genügend Personal und sehr viel weiterreichenden Möglichkeiten. Kurz gesagt, wir wollen sicher vor Überwachung leben. Dafür gehen wir heute auf die Straße und dafür gehen wir auch in 2 Wochen an die Wahlurne. Denn wir wählen Freiheit statt Angst. Dankeschön. Ja.